Tja, vielen Dank, Jan Hofer. Wir melden uns wieder, meine Damen und Herren, vom Neuabbau, wenn man so will, und das mit Humor nimmt, der deutschen Fußballnationalmannschaft. Günter Netzer, nach der ersten Halbzeit reden alle immer weiter über Taktik. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, Taktik könnte man mal vergessen und wieder ein bisschen einfach erst an Freude am Fußball denken. Ist das so unmöglich? Ja, ich denke ähnlich. Es wird ein wenig übertrieben, dass man nur von Taktik spricht und sagt, Taktik ist das alles selig machende Heilmittel, dann funktioniert schon alles. Ein Spielsystem ist wahnsinnig wichtig. Was aber viel, viel wichtiger ist, sind die Spieler, die es ausüben. Und hier fehlt es bei uns an allen Ecken und Kanten. Wir haben Defizite wie zu unseren schlechtesten Zeiten. Und vor allen Dingen, was uns fehlt, ist Spielkunst und technisches Können. Sie haben vor dem Spiel gesagt, nach dieser Partie muss man entscheiden. Wirft man das Ganze in den Mülleimer oder nicht? Sind wir nah dran? Ja, wir sind sehr, sehr nah dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ausgerechnet in der zweiten Halbzeit eine Änderung vonstatten geht. Wir haben ein fürchterliches Durcheinander. Es ist ein Paradies für die rumänischen Spieler. Das sieht man auch, welche Spielfreude sie hier besitzen. Sie können ungestört agieren. Sie können ihre technischen Fähigkeiten ausspielen und die deutsche Mannschaft erleichtert ihnen alles. Trotzdem beginnen wir mal positiv aus deutscher Sicht. Schauen uns die, ich denke, es war die einzige richtige Chance der deutschen Fußballnationalmannschaft in der ersten Halbzeit an. Das Ganze in der 9. Minute, initiiert von einem Mann, auf den man schon ein bisschen mit Hochachtung schauen darf, auf den Jens Jeremies. Das kann man wohl sagen. Er ist der Einzige, der willig ist, der sehr gute Laufarbeit leistet, der ein wenig aggressiv ist und hier sogar einen sehr schönen Pass auf Bierhoff spielt. Nun gab es da schon des öfter mal solche Phasen der deutschen Nationalmannschaft. Ich denke da an die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft. In Israel gab es ein Länderspiel, das grauenhaft war. Und trotzdem hat sich die Mannschaft immer so gesteigert. Könnte es hier genauso sein oder müsste eigentlich gerade nach der Neuformation doch ein bisschen mehr Engagement dabei sein? Man hat auch bei der Weltmeisterschaft gesagt, es wird sich schon irgendwann im Laufe des Turniers wird es sich regeln. Es hat sich nicht geregelt und wir sollten einfach diese Dinge auch vergessen. Wir sollen seriös einen Neuaufbau planen, der beruht auf all diesen Dingen, die notwendig sind. Die Defizite haben wir festgestellt, oft genug auch an dieser Stelle angesprochen. Und daran muss gearbeitet werden. Und bevor wir dieses einfach nicht haben, werden wir auch keine intakte Mannschaft haben und werden wir den Weg zurück zum großen Erfolg auch nicht finden. Zu Details kommen wir sicherlich nach dem Spiel, wollen uns aber noch mal die Szene anschauen, die zum Tor führte, zum 1:0 für die rumänische Nationalmannschaft. Elfmeter, ja oder nein? Getroffen hat er ihn, glaube ich, schon und trotzdem haben wir vorhin ein paar Diskussionen gehabt. Ja, hier sieht man, wie sie spielen mit Doppelpässen, wie sie unsere Mannschaft durcheinander wirbeln. Da wird auch nicht aufgepasst. Und vielleicht sieht man in der Zeitlupe, dass er doch eher weiterlaufen kann. Ja, und vielleicht sieht, dass er keine Schusschance mehr kriegt. Ja, schon ein bisschen im Strauch. Jetzt sieht man es, dass er sich dann hinfallen lässt. Also okay. man kann es sicherlich gehen. Klare Sache für Munteanu. Ja, es ist auch absolut verdient gewesen. Im Moment waren die in allen Belangen bessere Mannschaft, sie sind technisch bessere Mannschaft gewesen, sie sind die spielfreudigere Mannschaft gewesen, die lauffreudigere Mannschaft gewesen. Die deutsche Mannschaft völlig ohne Selbstvertrauen, ohne Aktionen nach vorne. Das Mittelfeld hat die Angriffe nicht begleitet, Mittelfeldspieler haben den Angriff nicht unterstützt und in der Rückwärtsbewegung ist es noch viel schlimmer gewesen. Auf den Außenpositionen haben wir ganz große Defizite. Alberts und Pastlak sind völlig überfordert und man muss auch leider sagen, Ausfälle. Prinzip Hoffnung für die zweite Halbzeit. Wir hoffen darauf, dass uns Wolfgang Nier Oliver Bierhoff, am Mittwoch standen Sie hier, da waren Sie unzufrieden mit der Mannschaftsleistung. Nach dem heutigen Spiel, glaube ich, müsste das Gefühl wesentlich schlechter sein. Ach, ich meine, wir haben natürlich viel darüber diskutiert und die Mannschaft hat eigentlich auch gesehen, dass sie sich steigern muss. Der Gegner war heute stärker und ich glaube, wir haben einige Torchancen mehr herausgearbeitet. Dass das natürlich jetzt nicht technische Hochkunst war, das wissen wir selber. Das kann man auch in dem Moment vielleicht gar nicht erwarten. Aber ich glaube, die Öffentlichkeit hat auch einen Umbruch gefordert und da muss man uns auch ein bisschen Zeit lassen. Das Bemühen hat man gesehen, wir haben einige Torchancen herausgearbeitet und haben letztendlich auch gegen eine rumänische Mannschaft gespielt, die sich bei der WM auch gut präsentiert hat. Sicherlich hat die Öffentlichkeit, unter anderem auch die Öffentlichkeit, eine Systemänderung vor allen Dingen auch gefordert. Und jeder weiß auch, dass das Zeit braucht. Ich denke, das wird auch akzeptiert. Aber was einen nachdenklich stimmt, ist die Hilflosigkeit, die Ratlosigkeit. Ja, die Mannschaft wirkte nahezu tot fast eine Stunde lang. Das hätte man doch wenigstens ändern können. Das ist natürlich auf dem Spielfeld vielleicht das ganz anders, als man mit anderen Dingen beschäftigt. Das muss man vielleicht auch noch mal in Ruhe analysieren, auch jemanden hören, der das von außen gesehen hat. Wir haben uns eigentlich das vorgenommen, hier auch Fußball mit Herz zu zeigen, Stimmung in der Mannschaft zu haben. Das haben wir versucht, aber
wenn das phasenweise so rübergekommen ist, müssen wir natürlich auch das verbessern. Wie ist das denn, wenn die Mannschaft untereinander redet? Wird denn da wenigstens versucht zu sagen, komm Junge, jetzt gib mal was auf die Feld, schrei mal rum, passiert da was? Ja sicher, wir reden sehr viel und letztendlich geht es uns ja auch darum, guten Fußball zu zeigen, Freude daran zu haben und wenn es mal nicht klappt, ist es ja auch für uns schlecht. Insofern versuchen wir alles Mögliche. Dass es jetzt am Anfang so ein bisschen stockt, hängt sicherlich von vielen Faktoren ab, die muss man in Ruhe analysieren und das Traurige ist natürlich, dass man nicht sehr viel Zeit hat. In einem Monat in der Türkei müssen wir eigentlich schon bereit sein, aber auf der anderen Seite sind hier auch wieder ein paar Punkte gewesen, die einem Hoffnung geben. Dazu nochmal die Frage zum Türkei-Spiel, dann ist es vorbei mit dem Freundschaftsspiel, dann kommt es drauf an. Was haben Sie denn für ein Gefühl, wenn Sie jetzt an das Qualifikationsspiel in der Türkei denken, nach der Woche auf Malta? Ganz ehrlich, ich möchte mich jetzt damit noch gar nicht beschäftigen. Sicherlich auch nach dem Malta-Spiel war ein bisschen ungutes Gefühl. Man weiß natürlich nicht, was einen erwartet, wie sich vor allem diese junge neue Mannschaft auch in so einem Hexenkessel, wie uns in der Türkei erwartet, verhält. Aber ich glaube, man muss immer positiv denken. Man muss daran glauben, man muss daran arbeiten. Sicherlich werden auch einige Spieler, ich selber auch, bei mir hat die Saison noch gar nicht begonnen, dann vielleicht noch ein bisschen kräftiger zusammen sein. Und ich muss sagen, man muss positiv denken und da anpacken. Wir hoffen auch und wünschen viel Glück. Danke, Oliver. Und ich gebe zurück ins Studio zu Gerd Delling und Günter Netzer. Tja, vielen Dank, Jürgen. Günter Netzer, in dieser Situation neu Mannschaftskapitän zu sein, das kann schon mal ganz schön hart sein. Oh ja, ganz schwierig für ihn. Situation kennt er nicht. Er muss nicht nur für sich sprechen, er muss für die Mannschaft sprechen, wesentliche Dinge auch ansprechen als Mannschaftskapitän. Und da muss er auch erst hineinwachsen. Was machen wir jetzt mit diesem Team, wenn wir uns mit der Angst und Bang an die Europameisterschaftsqualifikation denken? Soll man da jetzt ein bisschen weitermachen, alles über den Haufen werfen und sagen, wir machen ein bisschen Manndeckung und dann mit Hurra mal versuchen, wieder nach vorn zu kommen? Irgendwie fehlt da so ein bisschen der Funke in diesem Team. Das ist genau richtig. Funke hat gefehlt, Bereitschaft teilweise auch gefehlt. Es ist so, dass dieses Tor keineswegs dazu herhalten darf, dass man plötzlich neue Hoffnungen gekriegt hat. Das ist keineswegs der Fall. Die Steigerung der zweiten Halbzeit hat auch mit dem Nachlassen der Rumänen zu tun. Da zeigen genau die Defizite auf, dass sie in der ersten Halbzeit alles an die Wand gespielt haben. Aber dann die Spiele einfach nicht zu Ende spielen. Sie sind immer, laufen immer Gefahr, dass sie zum Schluss dieses Spiel entweder noch verlieren oder wie in diesem Fall unentschieden spielen. Deswegen würde ich nicht unbedingt das der deutschen Mannschaft zuschreiben, dass sie das in der zweiten Halbzeit im Griff gehabt hat. Das war keinesfalls der Fall. Es ist ein Nachlassen der Rumänen zuzuschreiben. Tja, wie entfacht man das jetzt bis zu so einem Spiel? Also Türkei wird ein bisschen anderes Brot, wenn wir nachher noch eine kleine Kostprobe von bekommen. Ja. Wie entfacht man das? Wie bekommt man das Selbstvertrauen in die Mannschaft in einer Zeit, in der jetzt wieder Bundesliga ist, DFB-Pokal, wo also auch keine Möglichkeit ist, noch lange und großartig mit den Spielern zu arbeiten? Das ist eine unheimlich schwere Frage, die ich mir auch nicht anmaße zu beantworten. Selbstvertrauen hat natürlich auch mit Qualität zu tun. Viele Spieler haben nicht genügend Qualität. Das hat man heute auch wieder gesehen. Genügende Anforderungen einfach nicht. Ich kann nur hoffen, dass die Zeit, die 4 Wochen, die zur Verfügung sind, dazu dient, dass sie in der Bundesliga gefestigter sind und dass sie da im Grunde genommen ihre Leistungen bringen, die sie veranlasst, in ganz schwierigen Situationen in Türkei, dass sie da über sich hinauswachsen. Allein mir fehlt der Glaube. Es soll ja einige geben, meine Damen und Herren, die haben während dieses Spieles vielleicht ein bisschen die Haare gekämmt oder selbst mal die Stiefel geschnürt. Deswegen nochmal der Vollständigkeit halber das erste Tor, das durch einen Elfmeter zustande kam, getreten von Moldovan. Voran ging allerdings eine Szene und da sah man auch schon, die dafür sorgte eigentlich, dass man das deutlich wurde, was in dieser deutschen Hintermannschaft los ist, nämlich einfach viel zu wenig. Ja, es ist ein Durcheinander gewesen, wo keiner genau gewusst hat, was er zu tun hat. Das sah man in der Totalen, sehen wir hier im Stadion besser, dass die Spieler teilweise hilflos sich angeschaut haben, welche Positionen sie nun zu besetzen haben. Das ist am Anfang mehr als normal, weil sie das nicht verinnerlicht haben, weil sie nicht gewohnt sind, von ihren Vereinen her dieses System zu spielen. Bei anderen Mannschaften, die das von Jugend auf gewohnt sind, gibt es diese Komplikationen nicht. Jeder weiß, was er zu tun hat, was er zu lassen hat und wo er zu stehen hat. Das kann einfach nicht der Fall sein. Das wird auch nicht der Fall sein in den nächsten Wochen. Ist natürlich auch schwer, sowas aufzupropfen jetzt in der deutschen Nationalmannschaft. Heißt also, wir haben in der Halbzeit schon mal drüber gesprochen, alles in den Papierkorb ad acta legen? Das würde ich auch so kurz nach dem Spiel nicht sagen. Das muss man jetzt eben sehen, welche Chancen man hat, dieses auch wirklich durchzuführen. Es darf in keinem Fall mit dem Feuer gespielt werden. Das Risiko kann nicht so groß sein. Dafür ist dieses Spiel einfach zu wichtig. Ich würde nicht abschließend sagen wollen, dass man
dass man dies total vergessen muss. Aber vielleicht ist es ein derartig wichtiges Spiel, dass man eine Zwischenlösung finden muss. Dass man sagt, man kann diesen neuen System nicht vertrauen, weil es einfach nicht einstudiert werden kann. Deswegen findet man eine Zwischenlösung, wie auch immer die aussieht, und geht dann wirklich diesen konsequenten Weg auch zu Ende. Weil das ist der moderne Fußball. Uns fehlt die Anpassung an den modernen Fußball. Und die muss endlich vollzogen werden, sonst werden wir weiter hinterherhinken. Das war aber jetzt kein deutliches Plädoyer wieder für den normalen Libero hinten drin. Wenn ich in die erste Halbzeit zurückschaue, Jens Jeremies als Libero vor der Abwehr hat er ja eigentlich die meiste Zeit dann gespielt und die Sache ja auch relativ gut gelöst. Ist das das Modell, das Sie präferieren? Ich präferiere eher dieses Modell, selbstverständlich, weil es auch dem modernen Fußball näher kommt. Das ist etwas, was notwendig ist. Aber wir reden schon wieder über diese Systeme, über Taktik. Es ist so, dass dieses mit Leben ausgefüllt werden muss. Dass die Spieler die Fähigkeiten besitzen müssen, auch aus diesem System etwas zu machen. Das heißt, es muss Lauffreudigkeit in unser Spiel hinein. Es muss Besessenheit in unser Spiel hinein. Es muss mehr Aggressivität in unser Spiel hinein. Und so hat man einfach nur reagiert auf das gute Spiel der Rumänen. Und das ist einfach zu wenig. Lauffreudigkeit und Besessenheit und Aggressivität, das sind die drei Punkte, die dann in dieser ersten Halbzeit, die Szene sind wir heute noch schuldig geblieben, auch in einer fast Standardsituation ziemlich schnell dazu geführt hat, dass eine große Chance war, heraussprang. Aus! Aus! Da hat ein technisch versierter Spieler und kluger Spieler und auch raffinierter Spieler, wie Ilie es ist, alle Zeit der Welt, den Ball um die Ecke zu schießen und Gott sei Dank nur das Lattenkreuz zu treffen. Das fiel überhaupt auf, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft immer ziemlich weit weg stand vom Gegenspieler. Es war keiner, der so richtig eng dran stand. Wenn ich jetzt so an die Raumdeckung denke, dann könnte man meinen, das sei vielleicht sogar richtig so, aber ein bisschen aggressiver könnte es dann schon sein. Nein, nein, Raumdeckung verwechselt man immer einfach nur im Raum stehen und die anderen agieren lassen. Das ist eben nicht der Fall. Man hat seine Position in der Raumdeckung, aber das muss man aggressiv ausüben. Das heißt nicht, dass man den anderen tun und lassen kann, was er will. Und das war genau unser Problem in der ersten Halbzeit, dass wir die Rumänen haben in aller Seelenruhe den Ball annehmen lassen, dass wir nicht aggressiv sie gestört haben bei der Ballannahme. Und dann ihre technischen Fähigkeiten haben entfalten lassen, aller Seelenruhe. Wir haben zugeschaut, wie sie Fußballkunst gezeigt haben. Versöhnliches zum Schluss in der zweiten Halbzeit. Schauen ganz kurz, bevor wir dann zu Berti Vogts geben und Waldemar Hartmann im Gespräch, auf eine Chance aus der zweiten Halbzeit, vorgetragen über die Außenposition. Ist ja einfach, ist ja so einfach und dann immer auch so schön, nicht? Ja, da hat Basler einige sehr, sehr gute Szenen gehabt. Auch im Malta-Spiel erinnern wir uns an die einzige sehenswerte Szene. Das ist ein sehr, sehr gutes Mittel, obwohl es mir fast das einzige Mittel ist. Es ist so, dass wir immer von draußen kommen. Hier war es mit großer Qualität vorgetragen, dass er bewusst den Paulo Ring, glaube ich, gesucht hat. Aber im Grunde genommen von draußen einfach nur die Köpfe von Bierhoff oder Kirsten gesucht werden. Dieses, ist, muss ich nochmal betonen, das ist ein zu primitives Mittel, tatsächlich auch fundierte, also gestandene Mannschaften auszuspielen. Darauf kann man sich einstellen und das ist einfach zu statisch, dass man einfach nur in der Mitte zwei Stürmer sucht und auf Teufel komm raus, auf Gedeih und Verderb, auf die Kopfballchancen angewiesen ist. Manchmal ist es aber so, der Ball muss einfach ins Tor. Und das passierte dann ja auch noch in der 86. Minute. Schauen wir uns auch noch an. Ein Wort zu Christian Nerlinger, sein Debüt heute. Nun, ich glaube, dass man weiß, dass er sehr viel besser spielen kann. Er ist ein wertvoller Spieler und hier ist es technisch perfekt. Er nimmt den Ball an und mit seinem starken Fuß trifft er das Tor. Aber ich muss es nochmal sagen, es darf nicht dazu dienen, da Hoffnung draus zu saugen. Da sind wir weit von entfernt, dass dieser Abschluss dazu dienen dürfte und Selbstvertrauen und Vertrauen in die Türkei geben sollte. Selbstvertrauen, in dieser Hinsicht ist der Bundestrainer gefragt. Und der wird befragt in diesem Fall jetzt von meinem Kollegen Waldemar Hartmann. Berti Vogts ist hier, der Bundestrainer, und hat aufmerksam zugehört, was der ehemalige Mannschaftskamerad und auch Freund, kann man sagen, Günter Netzer, gesagt hat. Er hat insgesamt nicht viele gute Haare an der deutschen Mannschaft gelassen. Wenn Sie Ihre eigene Mannschaft jetzt beurteilen, liegen Sie da näher bei Günter Netzer?